Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen zu einem weiteren Part. Part Nummer 7 müsste es sein. Total War Warhammer 3, die Story-Kampagne mit Mama. Genau, mit der Mutti. Das letzte Mal ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Ich meine, wir hatten vor, mit Mutter aus Dankia Eilix nach Norden zu rushen, weil hier Grimkorg davor steht, die Stadt der Splitter zu belagern. Das verspricht interessant zu werden. Schon alleine aus dem Grund, weil er da zwei Armeen hat. Wenn es nur die eine wäre, dann wäre es ein bisschen angenehmer, sagen wir es mal so. Aber auf die Art. Jo. Könnte das ein bisschen schmerzhaft ausgehen? Ich habe gesehen, wir kriegen da Strelzi und gepanzerte Kossas. Reichweite 100, Geschossstärke 31, das ist schon gut. Eigentlich wären die beiden sehr nice to have, aber leider sagt das Geld aktuell Nein dazu. Dann ist natürlich die Frage, du musst weg. Ja, wobei, sonst schaut der Korsen auch noch vorbei. Ja, und die Hauptkette abzubrechen wäre ebenfalls schade. Gibt es nicht noch irgendwen, der ein bisschen Beziehungen möchte? Gegen Geld? Niemand? Keiner? Weh, den könnte man sogar konföderieren. Schade. Wenn wir da jetzt einen von denen holen, den, okay, leisten könnten wir uns beide. Den für eine Runde und den für länger. Wenn ich jetzt einmal im Kopf überschlagsmäßig richtig gerechnet habe. Dann holen wir uns einmal den Klau. Genau, das können wir uns die eine Runde mal leisten. Und dann schauen wir mal. Du bleibst wegen dem Korsen hier. Die frisst eigentlich unnötig Kohle, ich weiß. Das Ding ist halt nur, gut, okay, der hat aber nur diese 11 Einheiten. Und in der Garnison stehen 13. Sister of Ice. Das müsste eigentlich trotzdem gehen. Ja, komm, schmerzt jetzt ein bisschen, aber die muss weg. Dann können wir uns das ein bisschen länger leisten. Und wir schauen mal weiter. Grimgorg wird jetzt vermutlich belagern. Der gute Alte. Oh, Valkyr, juhu. Flüche, die eure Feinde schwächen können, werden hier angezeigt, sobald sie in der Hexenhütte erschaffen wurden. Zieht während einem Fluch auf einen Feind, um ihn in der Schlacht damit zu belegen. Jo. Okay, aber das ist interessant, der greift direkt an. Gut, und der Eklig besteht nur aus Gobos. Okay, aus fiesen Schlitzern, aus Ork-Jungs. Und ja, eher.
So, was kannst du? Führerschaft, Reichweite, TÜV, Lose. Ja, das mit der Ungenauigkeit. Ja, denke mal, die Spickerschützen sind schon auf jeden Fall besser als die Goblin-Bogenschützen. Ja. Warte mal. Okay, das sind Flusstrolle, das sind normale Trolle, das sind Mondanheuler. Okay. So, noch ein kurzer Blick auf die Map. Wir müssten jetzt eine normale Stadtverteidigung haben, ne? Eine stinknormale Stadtverteidigung mit Mauern und Bum-Bum. Vielleicht hätten wir schauen können, ob wir noch einen Fluch dazu hätten bauen können. Ist natürlich aber auch die Frage, ob das so viel geändert hätte. Soundbugs. Ja, genau. Okay. Wir würden aber sogar einen Pyrrhus-Sieg kriegen. Sehe ich jetzt gerade erst. Du bist der Nahkampfspezialist, du bist der Zauberer. Na, du bist eben. Also, du bist der Gobbo. Okay, du kannst zaubern. Und du bist ebenfalls ein. Okay, du bist ebenfalls ein Zauberer. Ja. Wir haben unsere gepanzerten Kossas, wir haben sogar mal Bergwerker. Huhu, bum bum. Jo. Finde ich aber jetzt spannend, dass mir das als letztes Detail aufgefallen ist, dass wir sogar einen Pyrrhus-Sieg hier kriegen würden bei automatischer Auswürfelung. Aber natürlich versuchen wir es jetzt dann halt einmal so. Oder ziehen sie einmal händisch durch. Wir müssten auf jeden Fall ziemlich gut Potenzial haben, um ihn ziemlich aus der Ferne beballern zu können. Also die Kossas auf die Wände, auf die Mauern, Wände, ja. Die Kossas auf die Mauern und nicht Bogenschützen schützen. Die waren bei 140er Reichweite, die glaube ich bei 115. Und die Kossas haben im Idealfall ein bisschen mehr. Oder sie haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Höhenvorteil und so. Und die Türme müssen wir natürlich auch besitzen. Jo. Im Detail wird es halt darauf ankommen. Oder wird die Frage sein, ob er uns wegzergen kann? Weil wir haben auf jeden Fall die besseren Truppen. Er hat diese eine Einheit Schwarzorks. Könnte man vorstellen, dass das eine Starteinheit von Grimgorg ist. Und der Rest ist eigentlich. Der Rest ist eigentlich von geringerer Qualität. Darauf ein Schluck Wasser, ein Schluck, ich habe Angst, Wasser. Goblin-Bogenschützen durchlöchern den Feind aus der Ferne mit unterschiedlichem Erfolg. Und klar, sie sind entbehrlich. Hat der Bär schon gesagt, dass sie entbehrlich sind, ne? Okay, Jo, deswegen liebe ich Verteidigungen. Wegen dem Phänomen Einheiten aufteilen. Bidam, 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 bidam. So, was haben wir denn so
Fantastisches. Pistolen. Das sind ebenfalls Pistolen. Und das sind die normalen, ebenfalls mit 140er Reichweite. Die Trolle haben ebenfalls weniger Rüstung. Da würde mich glatt interessieren, wo die Schwarzorks... Okay, die Schwarzorks stehen hier. Okay, okay, okay. The Motherland's finest! Armadossas! Wer bist du? Okay, du bist der Bergwerker. Dann kommt er mal dahinter hin. Im Idealfall kriegen wir das hin, dass wir mit denen einfach in den Pulk reinschmeißen können. Dann machen die sehr gut Schmerzen. So, du kommst rüber zum Grimgorg. Und dann postieren wir mal die Kossas hier. Okay, da ist auch schon die Grenze. Ja, bleibt sie mal da, das hat so ein bisschen Entdeckung, falls er ballert. Oder ich nehme mal an, dass er ballern wird. Ihr, ihr und ihr. Das ist irgendwie eh immer nur so ein grobes Zusammenfassen. Vermutlich werde ich es in der Hitze des Gefechts wesentlich anders kommandieren, als ich sie zusammengefasst habe. Aber man probiert es halt, ne? Die kommen dazu als Verstärkung. Die Strelzi. Oh. Wenn wir die Strelzi mal da drüben aufstellen, könnten wir tun. Wunderbar, dass sie wunderbar schießen können. Die Armbrustschützen Tito. Die Orks. Die Orks. Die Gerwische, die Bordwische kommen nochmal dahin. Da passt immer noch eine Einheit. Die können ja da rauf, ne? Das ist eine normale Treppe. Fragezeichen. Okay, dann lassen wir die mal unten stehen. So als kleine Vorsichtsmaßnahme. Die postieren wir ebenfalls als Reserve hier. Ja, dann habe ich glaube ich jeden. Ja, ich glaube dann habe ich jeden. Okay, dann bleibt nur die Frage nach einem Türmchen. Könnte man einen machen. Und da könnte man einen machen. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen einmal. Ich
nehme auch mal an, dass seine Verstärkungsarmee aus der Richtung dann kommen wird und dann hier aufschlagen. Also sie kommt aus dieser Richtung, aber dann auch hier aufschlagen wird. So wollte ich es sagen. Deswegen setzen wir hier mal einen 900er Turm hin. Und ja, dann wäre ich eigentlich einmal fertig. Soweit. Okay, ich wäre soweit nicht fertig. Mir fällt nämlich gerade ein kleines Detail auf. Du kommst raus. Und du kommst rein. Aus dem einfachen Grund, weil wir jetzt hier ebenfalls eine Einheit mit, die haben sogar 160er Reichweite haben und er hat hier 115 nur. Weil drüben haben wir ja die, hier drüben haben wir ja die Strelzi, die ebenfalls noch mehr Reichweite besitzen als nur die Pistolen. Jo, genau. Genau. Okay, dann würde ich sagen, Rock'n'Roll und so. Ja, so gefällt mir das. Arsch. Jetzt hier bitte ballern. Ja, danke sehr. Nein. Achso, die haben nur, das ist den, das sind die Nahkämpfer, verstehe. So, es wird auf jeden Fall so eine kleine Schlacht mit Stop and Go werden. Mit Pausieren. Je nachdem, wie es da so läuft. Oh. Hier hinten eine Position für einen rückseitigen Turm. Oder so. Sehe ich gerade keinen. Erst da hinten irgendwo. Ja, wir haben aber eh noch nicht die Punkte für einen weiteren. Okay, also das funktioniert sogar sehr gut. Bis hierher. Okay, die Wildschweinreiter, jetzt kommen ein paar weiteren, das war klar. Aber halt auch nur gegen normale Ork-Jungs. Ihr kommt da weg, ihr kommt da her. Es ist halt spannend, dass sich der Grimgorg verabschiedet. Was hast du vor? Willst du da unten lang? Es geht halt relativ schnell die Munition aus. Sorry, irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen. Habe ich den Eindruck. So, jetzt. Okay, noch nicht jetzt. Ey, was soll das? Wer hat euch erlaubt, da einfach durchzukommen? Ja, einen sieht klar, natürlich. Jetzt ihr schießt runter.
Da wird geballert, was das Zeug hält. So, ja. Stopp nochmal kurz. Ich mag in Ruhe diesen. Da sind sie auch durchgekommen. Und die haben schon geschossen. Super. Diesen angedachten Turm platzieren, wollte ich sagen. Ich bin verwirrt. Hier ist Platz. Ja, dann warum nicht hier? So, auf jeden Fall der Nahkampf. Wie kommen die da überall durch? Das gibt's ja nicht. Volle Mann Spickerschützen. Sauerei, Alter. Okay, nein, eher nicht auf die Schwarzachs. Es ist wahrscheinlich wieder dieses blöde Phänomen von wegen. Die Einheit ist in die Flucht geschlagen und zieht sich in Richtung der Piazza zurück, ne? Runter, und zwar alle. Dann runter, alles runter, alles auf die. Ruf! So, Türme Richtung Piazza. Wie viele Türme? Natürlich alle. Okay, ich bin jetzt da mal so eine kleine Schlachtlinie. So, was ist mit dir? Du bleibst schon wieder stehen. Okay, hier kommt nichts mehr. Okay, da kommen die Schwarzachs wieder, das macht man nicht. Okay, das seid ihr, passt. Wo seid denn ihr eigentlich? Genau, jetzt sind die durch. Okay, die schießen jetzt leider. Kommen die Trolle von hinten, das ist fantastisch. Du kommst du mal zu den Truppen zurück. Okay, die kassieren gerade ziemlich.
Machen die fiesen Spitzer aber auch gut down. Da tröpfeln einzelne Goblin im Bogenschützen rein, was soll denn der Mist? Okay, ah, Spielinfanterie macht nicht. So, stopp einmal, wir platzieren oder wir gruppieren uns da ein bisschen um. Oder auch nicht, weil die haben alle noch Munition. Was wollt ihr gerade? Ihr schließt euch da an. Ja, die ganze Vierertruppe, ne? Macht's denn weg? Respektive, das kriegen die auch hin. Alles ins Zentrum. Wird vermutlich nicht ganz reichen, aber könntest du schon zumindestens schon mal anknabbern. So, Turm. Hier kommt's durch. Ihr sollt Gas geben. Okay, der Kampf ist verloren. Das war aber eigentlich sogar klar. Jetzt zieht es euch zurück. Vielleicht wieder in der Hitze des Gefechts falsche Angriffsbefehle gegeben. Kann natürlich sein. Ist natürlich möglich. Ich sehe es gerade. Alle drauf los. Jetzt wünschte ich, wir hätten ein paar Spinnen mit dabei. Okay, die sind verloren. Okay, ist noch nicht verloren, die Partie. So, ihr biegt's ab, Ihr nehmt's da wieder ein. Strategy!
Ja, Grimberg down kriegen wird wahrscheinlich relativ schwierig, wenn die Stretze da schon vorbeimarschieren. Und die bleiben halt wieder stehen. Aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen. So, er kommt dazu und dann wird geballert. So, dann können wir eigentlich ja auch ein bisschen Barrikaden. Einsetzen. Naja, die Stretze tun immer ein bisschen weh, aber es ist immer noch leicht. Da kommen die Schwarzwachs. Weg, 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 weg. Wobei, gut, jetzt hat es die Panzer der Infanterie, das könnte vielleicht funktionieren. Kommt's aus nächster Nähe. Auch immer da noch gehen soll. Was macht Grimberg? Kommt's in den Rücken. Alles in den Rücken. Alles Grimberg in den Rücken. Stadtzentrum eingenommen, mein Herr. Erobert es zurück, bevor die gesamte Siedlung fällt. So, durch. Lord of the Motherland! Durch, 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 durch. Türmchen jetzt. Cut them down! Armored Cossars! Break them down! Defenders of Kisle! Ja, Grimgark ist halt nicht zum Down kriegen. Sollte wieder passen, oder? Zweite Einheit kommt dazu. Oder vielleicht noch mehrere, falls das schneller geht, je mehr Einheiten dort platziert sind. Gobos dürften da eigentlich kein Level haben dagegen. So, ja. Haben wir es dann wieder? Schon, oder? Genau, das seid ihr. Ja, jetzt ist das ausgeglichen. Es ist ein bisschen schade, dass wir keine Zauberer haben.
Komm, Nahkampf. Fatatatat. Ja, geht doch. So, auf die frischen Trolle ebenfalls. Follow the Bär. Okay, das haben wir wieder verloren. Okay, den kriegen wir aber. Das ist halt wieder das Typische, du kriegst diesen Grimgorg halt nicht weg. Der ist halt im Nahkampf nicht umzuhacken. Das funkt einfach nicht. Ja, du kommst da unten dazu. So, die Armbrustschützen leben auch noch, zumindest ein paar davon. Scheiß auf die Spickerinos. Eigentlich gibt's auch noch, okay. Da kommt's einfach mal dazu. Ach Gott. Okay, da kommen die Schwarzorks noch einmal. Das ist soweit Gaxi. Du gehst raus. Du kommst raus da. Ja, wir haben Grimgorg. Yes! Wir haben Grimgorg. Nein, das war der andere. Okay, das war der andere. Schade. Wir brauchen nur ein bisschen. Könnten wir den Schamanen aus dem Spiel nehmen? Komm, Nahkampf. Ballern. Ja. Jetzt kommen. Die haben uns umlaufen da hinten, kann das sein? Hinterhältige Haarschwarzen. Hinterhältige Haarschwarzen. Komm, es hängt nur an Grimgorg. Es hängt einfach an Grimgorg. Wenn der weg ist. Sollte die Party vorbei sein. Drin. Das haben wieder die Schwarzorks, meine Güte. So, Nahmampf, auf in den Nahmampf. Stretzi, ballern.
und ihr kommt dazu. Yes, yes. Jo, 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 arme. Warum jetzt genau das? War es der Timer? Ist der Timer runtergegangen? Also der Timer, diese Anzeige. Ah. Kann sein, dass es das war. Aber es war halt dieses klassische. Man, das waren ein paar Einheiten Überbleibsel, die waren in der Rückzugsbewegung, da so runter. Und dann haben wir uns Grimgorg hier in den Weg gestellt und währenddessen sind die halt von hinten da rund herumgekommen. Das ist halt. Das ist halt Gaxi. Ich bin in Versuchung geführt, Freunde. Zu sagen einfach nochmal, dafür aber mit einer Piazza-Verteidigung. Ja, ich habe jetzt keinen. Nein, ich habe jetzt keinen Bock. Ich habe jetzt keinen Bock, das irgendwie nochmal lang und kompliziert durchzufriemeln. Es hat leider nicht, es hat nicht viel gefehlt. Grimgorg wäre fast down gewesen. Ja. Wir haben jetzt leider einfach diese Siedlung wahrscheinlich verloren. Vielleicht nimmt das ein oder auch nicht. Mutters Dankia wird die Sache in Kürze berichtigen. Und jo. Dann werden wir uns gar königlich und gar fürstlich rächen. So, jetzt laufen. Ich lade das jetzt nicht, das wäre jetzt ein bisschen zart. Aber ja, was kennt man daraus? Ja genau, mannhafte Niederlage. Da sieht man es halt. Und ich meine, die Trolle haben auch einiges, auch ein gutes Stück ausgehalten. Die rennen ja sonst normalerweise viel früher weg. Wobei es natürlich sein kann, dass Grimgorg Boni auf die, also dass Grimgorg die Trolle bufft. Aber sonst hätten sie mir eigentlich schon ein bisschen zu viel ausgehalten, muss ich gestehen. Ganz ehrlich. Aber gut. Das ist jetzt natürlich unschön. Na gut, vielleicht legt sich der Gilbert mit ihr an. Das wäre mir ganz lieb. Und ich würde mir jetzt eigentlich gern. Okay, dauert leider 4 Runden. Bis wir unsere Eishexe wieder zurückholen können. Ja, er wird aber, glaube ich, eher ein bisschen brauchen, bis er wieder so weit ist, dass er Richtung Zamoski marschiert. Zamoski hat die erste Garnison. Ja, komm. Wir holen jetzt dann Interimskommandanten stattdessen und da kommt dann die Eishexe rein statt dem. So machen wir das jetzt. Ja, Wissen ist gut. Boja. Okay, kein Geld. Habe ich schon mal irgendwo vernommen. Gut, also, die Aussichten fürs nächste Mal werden dann sein, wir werden uns einmal zurückziehen. Ich hoffe, dass die Valkyr
sie mit dem Gilbert beschäftigt. I will decapitate you. Ich mag jetzt den Gilbert nicht auf die Walkia hetzen, weil die Walkia in Gilbert umhacken würde. Ich glaube, sie wird auch uns umhacken. So viel Panzerbrechendes haben wir da eigentlich noch nicht dabei. Ich würde sie eigentlich fast ein bisschen unfair an, Freunde. Jo, wird auf jeden Fall noch spannend werden, wie es hier weitergeht. Für mich war das heute mein einziger Part, den ich heute Abend aufnehmen werde. Jo, ich bin gespannt, wie es weitergeht, was wir aus dem Run machen, ob das noch gut ist, ob man das noch essen kann oder ob alles verloren und verloren ist. Wir werden es beim nächsten Mal herausfinden. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Schaltet wieder ein. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.